Rapper Flair bekommt keine Ruhe und der Beef zwischen ihm und Life is Pain wird immer intensiver. Denn zwei Songs, die veröffentlicht wurden, durften dem Rapper nicht geschmeckt haben. Erst attackiert ihn Kianosch und BI Sports erledigt den Rest. Doch wie nun bekannt wird, hatte Kianosch einen viel schlimmeren Diss geplant. Das, was wir gehört haben, war mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttelt. Die echt harten Lines wurden auf der Bitte von BI Sports wieder entfernt. Aus Respekt vor einem fairen Rap-Battle und der Kunst zuliebe, hat Kianosch nur diesen Diss veröffentlicht, den wir nun kennen. Von Flair selbst gibt es bislang noch keine Antwort. Allerdings kündigt er ein ganzes Album voller Diss-Tracks an. Ob er das wirklich so durchziehen wird? Auf Twitch geht Kianosch nun auf diese Punkte drauf ein und packt Insider aus. Hier gibt es einen wichtigen Teil von seinem Statement. Alles weitere findet ihr wie immer nur bei ihm selbst. Wenn ich das mal selber hier analysieren darf oder reagieren darf, Leute, ich habe das wirklich in, ich schwöre euch, in 20 bis 30 Minuten, komm, lass es 40 Minuten gewesen sein, habe ich das Ding runtergeschrieben. Zum Ende hin, die letzten zwei Zeilen, glaube ich, die waren sogar gefreestylt, weil ich da keine Bars hatte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da muss noch was hin. Also die letzten zwei gesamten Zeilen waren sogar nochmal komplett gefreestylt, also ich bitte euch, also wer hier wirklich gedacht hat, ich packe hier so ein Diss-Track aus, der hat sich gewaltig geschnitten. Das ist noch sehr weit weg von einem Diss-Track. Ja, das ist ein Diss, aber kein Diss-Track. Also das ist wirklich kein Track. Also einfach nur ein paar Zeilen. Die hätte man noch zwischen irgendwelche Songs packen können oder so. Ich habe die einfach zusammengefasst. Ich meine, das ging in 2 Minuten 29. Okay, 2 Minuten 29 ist ja heutzutage die Standardlänge von Tracks, gerade in den Playlisten im deutschsprachigen Raum. Sieht das vielleicht für manche so aus, als würde das hier ein richtiger vollwertiger Diss-Track sein, ist es aber nicht. Ihr wollt nicht wissen, wie sich das anhört, wenn ich da wirklich oder wenn wir da wirklich einmal Gas geben und uns damit mal wirklich befassen. Ne? Also ich sag euch ehrlich, kurze Insider-Information, die sind ja immer sehr, sehr interessant. Ich hatte da Zeilen drin, die unter der Gürtellinie waren. Und dann hat sogar PA gesagt, nimm die raus, brauchst du nicht. Nimm sie raus, der hat auch nicht so, also der hat auch nicht unter der Gürtellinie dich beleidigt. Der hat sowas wie oder gesagt, okay, aber er hat dich nicht unter die Gürtellinie beleidigt, deswegen nimm die raus. Die waren heftig, die Zeilen. Die waren ekelhaft. Also die waren so wirklich, ich hätte mich damit vielleicht auch unsympathisch gemacht, weil die wirklich unmenschlich waren. Ich habe die dann rausgenommen. Also das Ding geht eigentlich länger, diese paar Bars. Und habe dann auch aus Respekt der Vernunft gegenüber und aus Respekt dem sportlichen Rap-Game gegenüber, habe ich dann diese ekelhaften Sachen dann rausgenommen und habe das dann so stehen lassen, wie so ein Wattebällchen. Die Leute sind halt sehr fitnergeil und erwarten, dass man hier HS-Drop, Mutter, dies, das. Habe ich bewusst nicht gemacht. Nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil das einfach nicht nötig war, Leute. Es war einfach nicht nötig. Aber jetzt haben wir eine völlig andere Situation, Ladies and Gentlemen. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Hättet ihr gerne gehört, wie der eigentliche Diss-Track von Kianosch klingt und seid ihr gespannt auf das Album von Flair? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.